Latin 7. Lateinamerika 7. Buen día, Rab. Sé que estamos en diferentes épocas. Guten Morgen, Rav. Pero mi pregunta es enfocada en qué podemos aprender. Nachdem wir in anderen Zeiten leben. Aber was können wir von dem Beispiel lernen von Rabbi Akiva, der keine Mittel hatte, der nicht die Mittel hatte, die wir haben, und der zigtausende Schüler hatte? Können wir von seinem Beispiel etwas lernen? Schau, damals gab es andere Zeiten. Ich bin weder Rabbi Akiva und ihr seid auch nicht seine Schüler. Und wir wirken auch in einer anderen Zeit. Wir wirken, wir wirken in einer Zeit, die näher an Gemar Tikkun ist. Lasst uns tun und wir werden Erfolg haben. Aber es lohnt sich nicht für uns, Beispiele abzuleiten von Ereignissen, die weder aus unserer Zeit sind, noch von den Stufen der Kabbalisten aus früherer Zeiten. Wir haben jeden Tag ein Zoom-Gespräch mit dem Zehner und wir lesen einen Original, einen Abschnitt und fragen dazu. Sollen wir auch betreffend die Verbreitung uns unterhalten, sollen wir sprechen über die Begeisterung der Gruppe, für die Gruppe? Und, oder sollen wir statt der Verbreitung uns mehr um den Zehner kümmern, können wir darüber sprechen? Im Moment haben wir ein Originalzitat und Fragen. Ihr könnt reden, über was ihr wollt. Ich habe euch niemals etwas verboten. Es gibt Freunde, wenn wir über die Verbreitung sprechen wollen, sagen sie, Raf hat gesagt, nur ein Originalzitat und Fragen. Nein, nein, das ist möglich. Die Verbreitung ist für unseren Progress, für unsere Entwicklung so wichtig, dass es sich lohnt, darüber zu sprechen. Moskau 1, bitte. Die Frage von Seiten der Verbreitung ist etwas Prinzipielles. Zwei Dinge zu tun. Etwas selber schreiben, einen Inhalt schaffen, unterrichten. Das muss man tun, das ist sehr wichtig für die innere Entwicklung. Aber wenn du das zur Verbreitung machst, hast du vielleicht 10 oder 100 Leser. Oder es ist möglich, ihre Texte zu verbreiten, ihre Clips und Videos. Und da gibt es dann Millionen Zuschauer. Vielleicht ist das für die innere Entwicklung nicht so wichtig, wie wenn man selber was schreibt. Aber können Sie uns da ausrichten? Ich verstehe darin überhaupt nichts und ich habe auch niemals diese Videos gesehen, aber macht aus mir, was ihr wollt. Setzt mich hin und sagt mir, was ich sagen soll, was ich tun soll. Ich werde alles tun. Nehmt mich auf und verbreitet es dann im Internet. Bitte, nutzt mich. Ich bin bereit dazu. Nutzt mich so, wie ihr wollt. Bloß ich weiß weder, wie man diese Sachen managen soll, noch wie man verbreiten soll. Ich möchte das ja genauer formulieren. Das ist klar. Die Frage ist, ob die Anstrengung investiert werden soll, selber etwas zu tun, selber eine Botschaft zu verfassen, oder einfach die Massenverbreitung wichtiger ist. Aber was gibt den Menschen mehr? Ihre Clips, da sind viele, viele Zuschauer, die muss man verbreiten, aber wie weit kann der Mensch selber sich bemühen oder soll sich der Mensch bemühen, sich selber auszudrücken? Nein, ich denke, dass die Anzahl der Menschen, die
beeindruckt wird von diesem, von dieser Idee, viel wichtiger sind. Wenn es von mir ist, dann von mir, wenn nicht von dir, dann von dir. Aber es geht um die Anzahl der Menschen, so viele Menschen wie möglich. Darum geht es um die Verbreitung in den Massen. Aber macht nicht etwas, was nur hier in Bnei Baruch Petach Tikva wirkt. Ihr könnt natürlich irgendeinen Clip vorbereiten, mich anrufen und wir reden darüber. Ihr nehmt es auf und stellt es danach ins Internet. Wartet nicht auf irgendwas, was hier in Petach Tikva produziert wird. Wartet nicht auf die anderen oder auf das Archiv. Tut ihr selbst. Ich warte auf euch. Ich wende mich hier an euch alle. Wartet nicht auf unsere Videoabteilung. Moskau 4. Moskau 4, bitte. Raf, ich möchte noch erklären. Raf, ich möchte noch mehr klären. Ich bin auch besorgt. Wir haben nicht viele Menschen, die wir unterrichten können oder heranziehen können. Ist es richtig, dass unser Ziel, das wir uns setzen müssen, nicht 100 oder 1000 Menschen, sondern wir müssen heute schon denken, wie können wir zigtausende oder hunderttausende unterrichten und heranziehen. Ich verstehe darin überhaupt nichts. Tut, was zu tun ist. Hört auf, mir Fragen zu stellen, die ich nicht verstehe, von denen ich nichts verstehe. Das ist eure Arbeit. St. Petersburg 1. Для более широкого распространения значимости науки Каббала в народных массах. Für eine bedeutende Verbreitung der Weisheit der Kabbalah im breiten Publikum und betreffend die intelligenten Menschen im Publikum würde es helfen, wenn wir Wissenschaftler heranziehen würden, um die Methode von Bala Sulam und Rabash je nach ihrem Gebiet verbreiten. Ich weiß nicht, wie man das tut und ich weiß auch nicht, ob das irgendeine Reaktion bewirkt. Mir scheint, dass das ein langer Weg ist, der aufwendig ist und über Umwege vielleicht zum Ziel führt. Aber ich weiß es nicht. Probiert es. Mir scheint, dass die Wissenschaftler sich nicht dafür interessieren lassen. Aber vielleicht jetzt, nach dem Coronavirus, in einer Zeit, die in einer Zeit, die jetzt auf uns zukommen wird, die sehr, sehr hart sein wird für viele Menschen, in einer Zeit der Arbeitslosigkeit, Ohnmacht, Geldmangel, Nahrungsknappheit und wir nicht wissen, wie wir mit diesen Sachen umgehen sollen. Vielleicht ist das eine Zeit, wo wir auch an die Wissenschaftler herantreten können. Aber die Frage ist, ob das Volk diese Wissenschaftler schätzen wird, das ist die Frage. Die Wissenschaftler in unserer Zeit sind nicht wirklich auf einer Höhe. Du siehst es jetzt auch in der Zeit des Virus, wie das ist. Du die bitte. Zitat Nummer 15. Ein Zitat von Rav Kook. Stärke dich, mein Freund, das Licht der verborgenen Weisheit für die Welt leuchten zu lassen. Jetzt sind die Tage gekommen, wo jeder erkennen wird und wissen wird, dass die Rettung Israels und die Rettung der ganzen Welt nur durch die Weisheit der Kabbalah in klaren Worten da ist. Kurz gesagt, bemüht euch, die Weisheit der Kabbalah in klarer Weise, in klarer Sprache in der ganzen Welt zu verbreiten. Das ist eigentlich unser Ziel. Und darüber schreibt der Rav Kook. Rav Kook war der Haupt, der Rabbiner, der Oberrabbiner, ein großer Weiser, der in den Zeiten von Bala Sulam gelebt hat und mit ihm befreundet war, mit Bala Sulam. Weiter mit Zitat 16, die Lehre der Kabbalah und ihr Wesen von Bala Sulam. Ich bin froh, dass ich in einer solchen Generation geboren bin, in der es erlaubt ist, die Weisheit der Kabbalah zu offenbaren.
Und solltet ihr fragen, woher ich das weiß, dass es erlaubt ist, werde ich antworten, dass es daran liegt, dass ich die Erlaubnis zur Offenlegung erhalten habe. Das heißt, bis jetzt wurde die Art und Weise, in der es möglich ist, sich öffentlich zu engagieren und jedes Wort vollständig zu erklären, noch keinem Weisen offenbart. Und auch ich habe, wie alle Jünger vor mir, bei meinem Lehrer geschworen, nichts preiszugeben. Dieser Schwur und dieses Verbot gelten jedoch nur für jene Umgangsformen, die mündlich von Generation zu Generation zurück bis zu den Propheten und davor weitergegeben wurden. Wenn diese Umgangsformen der Öffentlichkeit offenbart wurden, hätten sie aus Gründen, die nur uns bekannt sind, großen Schaden angerichtet. Dennoch ist die Art und Weise, in der ich mich in meinen Büchern engagiere, eine erlaubte Art und Weise. Außerdem wurde ich von meinem Lehrer angewiesen, sie so weit wie möglich zu erweitern. Wir nennen es die Art und Weise, wie die Dinge eingekleidet sind. Sie werden in den Schriften von Rabbi Shimon Bar Yochai sehen, dass er diese Art und Weise Erlaubnis geben nennt. Und das ist es, was der Schöpfer mir in vollem Umfang gegeben hat. Wir halten es nicht für abhängig von der Größe des Weisen, sondern vom Zustand der Generation. Wie unsere Weisen sagten, der kleine Schmuel war würdig und so weiter, aber seine Generation war unwürdig. Deshalb sagte ich, dass ich nur wegen meiner Generation mit der Art und Weise der Offenbarung der Weisheit belohnt wurde. Könnt ihr euch erinnern, wie wir zuvor darüber gesprochen haben, dass man nicht wirklich weiß, wie man offenbaren soll oder nicht? Wie Platon und Aristoteles gesagt haben, das ist das, was er, das ist jetzt die Ergänzung. Er sagt, du hast eigentlich kein Problem zu der Offenbarung der Weisheit der Kabbalah an alle, sondern im Gegenteil, du wirst keinen Schaden damit haben, sondern eigentlich nur einen großen Nutzen. In Ordnung, bitte, Moskau 5. Könnten Sie uns sagen, bitte, was sind die Dinge, die von Generationen von mündlich weitergegeben wurden und die man nicht erzählen durfte? Das ist das Studium von Lishma. Heute können wir darüber offen sprechen. Das Studium im Sinne von Lishma. Und auch für jene, die das nur verstehen. Jene, die das nicht verstehen, für sie wird das ziemlich irgendwie sehr benebelt sein in der Luft. Es gibt Moskau 7. Das Verbot bezieht sich nur auf die Offenbarung von Lishma. In Fortsetzung von dem, was vorhin gefragt wurde, ich habe zum Beispiel während des Tages, kann ich in Twitter etwas schreiben, ich kann das auf, wenn ich es auf Bulgarisch schreibe, wenn ich es auf Russisch schreibe, wenn ich auf Spanisch schreibe, je nachdem werden die Zahlen sich ändern, der Leser. Muss ich mich wirklich nur um die Menge kümmern? Ja, zuerst einmal um die Quantität. In Ordnung? Punkt 17. Punkt 17. Es gibt einen Unterschied zwischen den Welten und dem Schöpfer, und das ist die Seele Israels. Wer von den Welten zum Schöpfer strebt, die in ihrer Wurzel höher ist, und sie ist ein göttlicher Teil und ist eine Verbindung zwischen dem Schreiber und der Welt und dem Schöpfer. Auf der einen Seite befindet sich der Mensch in dieser Welt und auf der anderen Seite strebt er zur Verbindung mit dem Schöpfer. Und durch sie wird die Fülle und das Leben für die ganze Welt kommen. Und so ist von Israel alles abhängig. Wer sich eben von dieser Welt auf den Schöpfer ausrichtet. Gibt es Fragen diesbezüglich? Petach Tikva 31.
Rav, nach Ihrer Empfehlung betreffend das Schreiben habe ich begonnen, etwas zu schreiben, trotz aller Widerstände, die ich hatte. Und ich kann sagen, dieses Schreiben hat in mir eine große Änderung gemacht. Und ja, das lässt mich sehr entwickeln. Dass du dich entwickelst, oder? Und es befreit sich etwas innerlich und man ist eine wirklich große Änderung. Und ich wollte fragen, während des ganzen Unterrichts haben wir über Probleme, Schwierigkeiten gesprochen im Leben und betreffend die Schwierigkeiten des Menschen, der sich, wenn sich jemand in der Verbreitung beschäftigt oder nicht in den Schwierigkeiten. Ein Mensch, der sich mit der Verbreitung beschäftigt, ist bereits im Geben. Er ist im Geben. Auch wenn er gar nicht mal so hoch denkt, aber seine Handlungen sind bereits in der Verbreitung. Er treibt bereits die Menschheit zum Schöpfer. Er zieht die Menschheit zum Schöpfer. Und durch sich verbindet er die ganze Welt mit dem Schöpfer. Und das ist etwas ganz anderes. Er heißt Adam. Er wird als Adam bezeichnet. Jemand, der dem Schöpfer ähnlich ist. Deshalb brauchen wir nur das. Sei es Mann oder sei es Frau, wir müssen die Weisheit der Verbindung verbreiten. Das ist eine Medizin für all die Schläge, gegen alle Schläge, die uns in dieser Zeit ereilen. In Ordnung? Gut. Lateinamerika 4 darf noch fragen und dann beenden wir den Unterricht. Bitte schön. ¿Cuál es el criterio más importante que debe tener en cuenta un grupo o una persona? Was ist das wichtigste Kriterium, das eine Gruppe haben muss oder eine Einzelperson, um zu verbreiten? Das wichtigste Kriterium ist, dass er das zum Wohle der Menschheit macht. Sogar wenn es nicht zum Wohle des Schöpfers sein möge. Denn der Schöpfer, das ist etwas, kann Benebeltes sein und der Mensch weiß nicht, was das ist, aber zum Wohle der Menschheit, daran muss der Mensch denken. Zum Wohle der Menschheit muss er handeln und dann wird er mit Sicherheit Erfolg haben und wird allen etwas Gutes tun. Bitte Info. Ja,